Zeit Ring erwachen. Ist auch nicht gut, also ich soll die Invasion der Herrscher kann man der Höllen verhindern. Gutes Auktionshaus stellen, das meint aber ihr wirklich Ring, ernst, oder? Ist, ich habe einmal von einem Stasis-Zauber wie diesem gehört, aber ich habe es nie selbst ausprobiert. Kommt mit mir. Es wird schön sein, einen anderen Magier als Weggefährtin zu haben. So. Erste Questteil beendet, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Gold bekommen. Und es geht weiter. Jetzt müssen wir den Außenposten von Kasim finden. So, da ist der erste Wegpunkt. Kann ich auch finden. Eigentlich nicht so, dass so viele Auren auf den Boden gekommen sind. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen darauf achten sollte, Gegenstände zu bekommen, die Resistenzen haben. Wenn ich jetzt so viele Auren die jetzt hier zum Beispiel Feuer-Aura auf den Boden die Schaden bekommen. Ohne zu sterben, wenn ich da ist mir auch nicht mehr wie gesagt, ich auch noch neu. Da ich jetzt gerade schon wieder in der Sekunde stirbt. Aber ich hoffe, dass ich dem verschont bleibe. Weiter. So, jetzt muss ich den Außenposten von Kasim finden. Ich weiß noch ungefähr, wo er beim letzten Mal war, aber auf Albtraum ähnlich, ja, ähnlichen Gebiet ist. Genau, ja, hier lang. Das sieht bisher recht ähnlich aus. Sachenfenster ungefähr eigentlich genau dasselbe, ich glaube auch genau dasselbe, weil hier bei Diablo 2 war. Bleibt dann halt nur eben, die Gegner werden stärker und die kommen. Da vorne ist eine Truhe. Ist immer interessant aufzumachen, aber leider nichts Besonderes drin gewesen. So, schauen wir weiter. Blaue Gegner.
Ja, ich habe eher das Gefühl, dass ein bisschen weniger gelbe Gegenstände droppen auf Albtraum als auf normal. Das kann natürlich daran liegen, ich habe meinen Charakter bisher nicht so ausgelegt, dass er mehr magische Gegenstände findet. Vielleicht sollten wir langsam mal den Außenposten finden. Sind schon ein recht großer Hilfe. Ich war da aus Versehen einen weißen Gegenstand aufgesammelt. Ich habe mir angewöhnt, die weißen nicht mehr aufzusammeln, weil sie fast gar kein Gold bringen. Baal war der aufdringlichste und unvorsichtigste unter den großen Übeln. Nach dem dunklen Exil wurde er in dem Horadrim-Tal Rascha gefangen und begraben. Jahrhunderte später befreite Diablo Baal, der daraufhin den Wildenstand verderbte. Ich glaube, da vorne. Mit verheerenden Auswirkungen für die Barbaren, die in der Nähe des Ariad lebten. Kurz darauf wurde Baal von den Helden getötet. Nur ein bisschen Geld. So, öffnet das Tor! Ich muss nach Alkarnus. Ihr seid wohl von Sinn. Aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. So, dann darf man hier in den Keller. Dort bist du, Magda, mir als Opfer dargebracht. Ein Geschenk von Meister Beniard. Ein Opfer? Beniard hat euch hier als Köder hergeschickt, um mich von seinem Verrat in Kaldeum wegzulocken. Nein, er würde mich niemals verraten. Erschlagt ihn. Beniard ist der Herr der Lügen, Magda. Aber die Wahrheit ist, ihr wart in der Minute tot, in der ihr Kane ermordet habt. Und da bin ich das erste Mal gestorben. Wo ist mein Kollege? Der ist rausgerannt. Vielleicht auch gestorben, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Jetzt habe ich wiederbelebt. Jetzt müssen wir nochmal rein. Der Zauberer ist rein. Geh hinterher. Aber das war, glaube ich, zu spät. Keine Sekunde zu früh. Sie hatten vor uns Belial zu opfern. Eisenwölfe, erobert die Stadt zurück! Und man wird wieder rausgeschickt. So, das nächste Quest beendet. Wieder nur einen blauen Gegenstand hat bekommen. Hat Magda Alkarnus erreicht? Ja, wir haben Gerüchte von einem fürchterlichen Blutbad dort gehört. Dann öffnet bitte das Tor. Es ist höchste Zeit, dass Magda stirbt. Ja, und man wird zum nächsten Punkt geschickt. Genau hier muss man lang. Kane. Bald wird euer Tod gerecht. Schauen wir mal, der Zauberer
ist da stehen geblieben. Ich hoffe, er kommt gleich. Denn alleine wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Die nächste Gruppe liegt. Da waren wir dann Eier. Vorhin gesehen habt, 100% optimal bin ich noch nicht ausgerüstet, das werde ich beim nächsten Mal versuchen, mir noch ein paar Gegenstände zu besorgen, aber mit einem höheren Level werden die Gegenstände immer teurer. So, hier belebe ich den Zauberer wieder, damit er nicht vom nächsten Wegpunkt wiederkommen muss. Aber nicht mal danke, kann man nichts machen. So. Ein Totenbeschwörer? Euresgleichen habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Mächtige ja, schade. Totenbeschwörer gibt es leider nicht. Dämonenjäger. Ich war nicht stark genug, sie zu besiegen. Totenbeschwörer war ja eigentlich ich konnte geplant. Sie einsperren. Ich fürchte, der Kult, der die Region heimsucht, wird versuchen, sie für ihre lästerlichen Zwecke zu missbrauchen. Wenn ihr es wagt, könnt ihr versuchen, sie zur Ruhe zu betten. Aktiviert die Totems, um die Geister freizulassen und... Seid auf einen Kampf vorbereitet. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich beim letzten Mal also auf normal Gefangene befreien musste. Jetzt muss man irgendwelche Totems aktivieren. Wütenden Stimmen hören. Es verbleiben noch immer einige von ihnen. Nur noch eins. Ihre Stimmen schwinden. Die Geister dieses Ortes beruhigen sich. Nun kann ich beginnen, sie zu befreien. Da sind wir zu weit gelaufen, müssen wir zurück. Das Heulen der Geister lässt nach. Ihr habt ihnen Ruhe verschafft. Halt! Hört ihr das? Der Zirkel! Sieht recht ordentlich aus. Natürlich sie werden Bogen noch andere, dunklere Mächte finden.